ganz herzlich zum 5. Bundesparteitag der Alternative für Deutschland hier in Stuttgart. Und ich freue mich und mit mir meine Kollegen im Vorstand, dass so viele zu uns gefunden haben, um mit uns über das Programm zu reden. Ich darf besonders begrüßen die Vertreter ausländischer Mächte in diesem Saal und den ehemaligen tschechischen Staatspräsidenten Václav Klaus, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt ein weiterer vorläufiger Höhepunkt. Denn heute und morgen geht es um nichts weniger als um eine zentrale Weichenstellung für die Zukunft. Es geht um die Zukunft unserer Partei, um die Zukunft unseres Landes, um die Zukunft Deutschlands und nicht zuletzt auch um die Zukunft Europas. Anwesenden Parteimitgliedern unter den Augen vieler Medienvertreter und mit der Hoffnung von Millionen Wählern auf eine friedlichere, freiheitlichere und sozialere Zukunft Deutschlands werden wir hier in Stuttgart das erste Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland beschließen. Haben, ist alles andere als selbstverständlich. Ich erinnere nur an den Essener Parteitag im Juli letzten Jahres und die Monate danach. Wir haben nicht aufgegeben, liebe Freunde, auch wenn es damals schwierig war. Wir haben den Mut zur Wahrheit behalten und unbeirrt unseren Kurs fortgesetzt. Demonstrationen im ganzen Land haben wir Zehntausende Menschen mobilisiert, so wie wir die Nase voll haben von Merkels Politik ohne Regeln, ohne Verantwortung und ohne Zukunft. Und Sachsen-Anhalt haben wir Nichtwähler überzeugt, wieder zur Urne zu gehen. Viele davon zum ersten Mal überhaupt in ihrem Leben. Und nicht nur das, liebe Freunde. Am 13. März haben wir tausende ehemalige Wähler von CDU, Linken, SPD und Grünen zu Wählern der Alternative für Deutschland gemacht. Über 15% in Stuttgart, über 12% in Mainz und mehr als 24% in Magdeburg. Das sind Erfolge, auf die wir stolz sein können. Das sind Erfolge, die aufhorchen lassen und die den etablierten Parteien inzwischen das Fürchten lehren. Gott sei Dank.
schauen Sie nun auf unseren Parteitag, denn Sie wissen, dass an diesem Wochenende der Grundstein gelegt wird, um das zu schaffen, was wir 2013 nur knapp verpasst haben, den Einzug in den Deutschen Bundestag. Aber liebe Freunde, wir wären heute nicht hier, ohne die vielen Mitglieder, die den Programmprozess so aktiv unterstützt und gestaltet haben und die deutlich machen, dass wir eine Graswurzelbewegung sind, bei der jeder mitentscheiden kann, anders als bei den Konsensparteien, die nur noch von oben Politik machen und die Menschen nicht mehr mitnehmen. An dem 150 Landesfachausschüsse, 10 Bundesfachausschüsse und die Bundesprogrammkommission mitwirkten, um den Leitantrag für das Grundsatzprogramm zu formulieren, der uns heute vorliegt. Der Leitantrag ist in dieser Bundesrepublik basisdemokratischer, transparenter und mit mehr Mut zur Wahrheit erarbeitet worden. Und kein Leitantrag ist in der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik bereits im Vorfeld so kontrovers diskutiert worden von allen Mitgliedern wie unser Leitantrag. Und daher, liebe Freunde, ist jetzt der richtige Moment zu sagen, danke. Danke an mehr als 2000 Mitglieder der Landes- und Bundesfachausschüsse für ihre aufgeopferte Freizeit, ihre fachliche Kompetenz und ihre politischen Ideen. Danke an die Mitglieder der Bundesprogrammkommission, die aus so vielen kleinen Teilen ein großes Ganzes gemacht haben. Und Dank an all diejenigen, die an den Umfragen teilgenommen und unzählige Änderungsanträge zum Leitantrag, ja sogar Alternativen formuliert haben. Ihnen allen gebührt der Dank des Bundesvorstandes, der Parteibasis und der Dank der vielen Wähler, die ihre Hoffnung auf eine wirkliche politische Alternative setzen. Unsere Alternative für Deutschland. Freunde, lassen Sie uns nun zur Tat schreiten. Lassen Sie uns die Änderungsanträge zum Leitantrag sachlich und mit Augenmaß diskutieren. Denken wir immer daran, dass wir von ganz Deutschland beobachtet werden. Lassen Sie uns über Inhalte streiten, auch heftig. Aber liebe Freunde, lassen Sie uns nicht über jedes Komma streiten. Ja. Ist ein Rahmen, den wir ausfüllen müssen in der täglichen politischen Arbeit, in Wahlkämpfen, in Demonstrationen. Das ist die Aufgabe, die wir heute haben, einen Rahmen für diese Alternative für Deutschland festzulegen, die angekommen ist in der Gesellschaft und die bleiben wird, was immer die Konsensparteien anderes wollen. Parteitag der Alternative für Deutschland zu einem weiteren Erfolg. Und damit, liebe Freunde, eröffne ich auch formal diesen Bundesparteitag. Nun kommen wir zur Feststellung, Zahlen sind ja leider immer wichtig, ob der Parteitag ordnungsgemäß einberufen wurde. Und obwohl ich nicht so gern Zahlen vortrage, muss ich das hier machen. Die Einladungsfrist beträgt laut Satzung § 11 Absatz 8 6 Wochen vor dem Parteitag. Fristablauf war der 18. März 2016. Die Einladung ist form- und fristgemäß an 19.621 Mitglieder und 1.180 Förderer
Das sind 20.800 Personen ergangen. Liebe Freunde, wer hätte das im Jahre 2013 gedacht? Ja. Davon sind 1.111 Einladungen per E-Mail am 18.03.16 an Förderer, 18.343 Einladungen per E-Mail am 17.03.16 an Mitglieder, 1.517 Einladungen per Briefpost am 15.03. Davon kamen 50, weniger als 50, unzustellbar zurück. Allen Einladungen lag die vorläufige Tagesordnung bei und enthielt Ort und Zeit des heutigen Parteitages. Ich stelle somit die ordnungsgemäße Einladung fest. Die Aufgabe, der wir uns nun zu unterziehen haben, besser ich, ist es nunmehr, die Wahl des Versammlungsleiters durchzuführen. Und ich hoffe, dass Sie mit mir der Meinung sind, wenn wir, der Bundesvorstand, Herrn Christoph Basedow vorschlagen. Sie kennen ihn von Parteitagen in Essen und Hannover. Da hat er das hervorragend gemacht und er hat sich wieder zur Verfügung gestellt. Und ich kann als Brandenburger dazu sagen, er hat auch hervorragend unseren Brandenburger Parteitag gemanagt. Ich kann also nur sagen, geben Sie Herrn Basedow Ihre Zustimmung. Ich frage aber formell, ganz klar, gibt es weitere Kandidaturen für das Amt des Tagungspräsidenten? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann würde ich jetzt offen abstimmen lassen. Wer ist damit einverstanden, dass diese tollen zwei Tage, die wir jetzt vor uns haben, mit Herrn Basedow an der Spitze durchgeführt werden? Liebe Freunde, ich freue mich, wie einstimmig diese Partei agiert in Formfragen. Ich bedanke mich ganz herzlich und frage Herrn Basedow, sind Sie bereit, das Amt anzunehmen? Ja, ich nehme die Wahl an. Blau gesehen. Herr Flack fragt mich zurecht und gab es Gegenstimmen? Ich habe mir es doch fast gedacht. Es gab keine, lassen Sie uns an die Arbeit gehen, ich bin Ihnen dankbar für diesen Beginn. Herr Basedow, übernehmen Sie. Vielen Dank auch von mir nochmal einen schönen guten Morgen hier in dieser Halle. Wir sind schon derzeit über 2000 Mitglieder, deshalb bitte ich Sie, es werden immer noch Mitglieder dazukommen. Geben Sie diesen Mitgliedern eine Chance, auch einen Sitzplatz zu ergattern und rücken Sie gegebenenfalls zusammen. Es könnte sein, dass wir wirklich alle Stühle brauchen, weil das Interesse an diesem Parteitag unter den Mitgliedern doch sehr, sehr hoch ist.